Wenn man nicht die Zähne putzt. Wenn man zu viel nascht und sich schlechte Zähne putzt. Und wenn man zum Beispiel nicht Zahnseide nimmt und nicht in alle Zwischenräume geht. Was Süßes isst ganze Zeit. Bleibt halt wo essen, manchmal. Und das essen dann die Karies und dann scheiden sie es wieder aus. Dann ist es die Säure und dann zuletzt die Zahn. Und wie entsteht jetzt dieses Karies? Ganz einfach. Wenn ich zu lange diese Bakterien auf meiner Zahnoberfläche belasse, dann können die einen Schaden anrichten. Wenn ich, und da sind wir schon beim letzten Punkt, wenn ich mit der Zahnbürste die Bakterienanzahl herabsenke auf meiner Zahnoberfläche, die Plaquedichte herabsenke, dann entsteht keine Karies. So einfach ist es.